Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 4 Video. Ich habe mir gedacht, dass ich mal ein erstes Tutorial zu diesem Spiel machen möchte und es dabei wirklich bei den absoluten fundamentalen Tipps erstmal belassen möchte und nicht zu sehr ins Detail gehe. Das heißt, ich präsentiere euch hier keine Build-Order, sondern möchte euch einfach nur zeigen, wie man anhand der Basics, die eigentlich für jedes Spiel dieses Genre gelten, schon recht einfach gegen die allerhöchste Schwierigkeitsstufe der KI gewinnen kann. Daher hier quasi das Basic-Tutorial, einfach nur für die grundsätzlichen Dinge, die man in diesem Genre beachten sollte. Und dazu quasi als kleiner Bonus, wie ihr auch wirklich ganz entspannt mit wenig Aufwand gegen den schwersten Computer hier gewinnen könnt. Ich füge jetzt auch da natürlich einen hinzu. Und werde selber als Engländer spielen, meines Erachtens nach das insgesamt einfachste Volk. Das heißt, wenn ihr es nicht ganz so kompliziert haben wollt, dann spielt am besten die Engländer oder auch die Franzosen. Das sind beides sehr, sehr einfache Völker meines Erachtens nach. Und der KI gebe ich jetzt, um es mal simpel zu halten, auch die Engländer. So, was meine ich, wenn ich von fundamentalen Basics spreche? Da habe ich mal was vorbereitet und werde das die ganze Zeit oben rechts hier einblenden. Das sieht man gleich im Spiel ein bisschen besser. Jetzt beißt es sich ein wenig mit diesem weißen Rand da, aber das ist im Spiel selber dann gleich nicht mehr so. Also die absoluten Basics, die man in jedem RTS, in jedem Real-Time-Strategy-Spiel beachten sollte. Deshalb habe ich sie auch vage gehalten. Immer Arbeiter ausbilden. Das ist der Arbeiter heißt natürlich manchmal unterschiedlich. Also hier heißen sie Dorfbewohner, in Age of Empires 3 heißen sie Siedler, bei StarCraft heißen sie wahlweise Proben oder auch SCVs oder Drohnen und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich viele Variationen von, aber das ist letzten Endes dasselbe Konzept. Also wirklich konstant einfach die ganze Zeit Arbeiter bauen. Das ist das Allerwichtigste, das euch in diesem Genre voranbringen wird. Und ich würde fast behaupten, das ist der beste Tipp, den man überhaupt geben kann. Natürlich müssen die Arbeiter auch aktiv sein, wenn sie nur doof rumstehen, ist auch blöd. Und wir wollen Upgrades erforschen. Das gilt sowohl für Wirtschafts-Upgrades als auch für Militär-Upgrades. Und da natürlich erstmal auf die Upgrades uns konzentrieren, die uns auch tatsächlich helfen. Das heißt, wenn wir Reiter ausbilden, wollen wir keine Fernkampf-Angriffs-Upgrades erforschen. Also man muss einfach vielleicht, bevor man ein Upgrade erforscht, kurz Gedanken machen, brauche ich das Upgrade eigentlich? Und bei Wirtschafts-Upgrades im Zweifel immer zugreifen, die sind eigentlich immer ganz gut. In Age of Empires 4 sind sie ein bisschen teurer, deshalb da vielleicht auch schauen, welches Upgrade man am ehesten braucht. Also sind wir jetzt vielleicht gerade sehr stark auf Holz, geben viel Holz aus, wollen wir vielleicht zuerst das Holz-Upgrade machen und dann vielleicht danach das Gold-Upgrade. Solche Sachen. Und wir wollen konstant Militär ausbilden, denn was viele Einsteiger in egal welchem RTS oft missverstehen, ist, dass sie, oder sag ich mal, im Fundament ein bisschen falsch angehen, ist, dass sie das Aufbauen der Basis und das Aufbauen der Armee als zwei verschiedene Phasen des Spiels quasi betrachten. Also, dass sie quasi erstmal eine halbe Stunde lang ganz viele Häuser platzieren und Farmen bauen und dann später Kasernen bauen und dann anfangen Militär zu machen, wenn sie ihre ganze Stadt schon aufgebaut haben. Das ist in diesem Genre eigentlich so nicht vorgesehen. Das sollte eigentlich ein Prozess sein, der konstant stattfindet. Das heißt, wir wollen ab einem Punkt, in dem es einigermaßen Sinn ergibt im Early Game, unsere ersten Militärgebäude bauen und Einheiten machen, die uns eben weiterhelfen und dann auch möglichst konstant das ganze Spiel durch Militär ausbilden und immer mehr Militärgebäude auch bauen, damit unsere Produktion immer größer wird. Denn, und das ist der nächste Punkt, wir wollen keine Rohstoffe anhäufen. Wenn wir wirklich massig 10.000 von Rohstoffen haben, dann machen wir was falsch. Rohstoffe müssen immer investiert werden, sonst bringen sie uns nichts, sonst könnten wir sie genauso gut nicht haben. Ein paar Ausnahmen sind natürlich die besonders teuren Upgrades, wie auch die Imperialzeit zum Beispiel, aber auch das ein oder andere Militär-Upgrade ist sehr, sehr teuer, besonders in Age of Empires 4, deshalb ist es jetzt nicht unbedingt schlimm, wenn man mal 1000 von der Ressource hat, aber man sollte auf jeden Fall auch immer einen Sinn und Zweck dahinter haben, wenn man Ressourcen anhäuft und wenn man halt konstant Arbeiter und Militär produziert, Upgrades erforscht und so weiter und trotzdem die ganze Zeit anhäuft, heißt das, dass man seine Produktion erhöhen muss, also mehr Militärgebäude bauen muss. Und zu guter Letzt, wir wollen immer ein bisschen auch schauen, was der Gegner eigentlich macht und uns nicht so krass überraschen lassen. Das heißt, unser Scout sollte nach Möglichkeit immer mal wieder vorbeischauen, was treibt eigentlich unser Gegner, und da können wir entsprechend darauf reagieren. Das heißt, wir sehen, er baut einen Stall, dann machen wir zu Hause ein paar Speerträger, solche fundamentalen Sachen halt. Wenn unser Scout stirbt, dann machen wir einen neuen. Ist bei Age of Empires 4 relativ einfach. Kann man aus dem Dorfzentrum von Anfang an machen. Ja, und das sind so alles die Dinge, die wir hier beachten wollen. Ich habe ja behauptet, dass das Ganze nicht wirklich schnelles Spielen benötigt. Deshalb habe ich hier auch einen APM-Counter heute dabei, mit dem ich euch beweisen werde, dass ich langsam spiele. Ich werde es absichtlich nicht so, sag ich mal, hin und her wischen, wie ich das vielleicht normalerweise machen werde, sondern es wirklich
versuchen, ein bisschen simpler, ein bisschen langsamer zu halten, um auch wirklich zu zeigen, gegen die schwere KI, sehr schwere KI, meine ich natürlich, müsst ihr euch wirklich nicht in Stress versetzen, um da klarzukommen. Da sind auch mit den fundamentalsten Sachen und ganz, ganz ruhiger Spielweise ist da schon alles möglich. Und ja, jetzt springen wir mal rein, denn das lädt ja auch noch ein paar Sekündchen, bevor wir hier loslegen können. Natürlich funktioniert alles, was ich hier zeige, auch mit allen anderen Völkern und wie gesagt auch mit allen anderen Spielen dieses Genres. Also da müsst ihr wirklich nicht groß abweichen oder übertragen. Natürlich gibt es noch weitere Tipps und Kniffe, die ihr für andere Völker vielleicht eher verwenden solltet. Also bei den Chinesen will man zum Beispiel auch mal Reichsbeamte bauen und bei dem Heiligen Römischen Reich auch mal Prälaten. Aber ja, die fundamentalen Sachen gelten natürlich für alle. Dann nehmen wir mal los. Und was mache ich zuerst? Ich mache Arbeiter. Und was mache ich danach? Ich schicke meine Arbeiter an die Arbeit. Ja, also haben wir schon mal hier zwei Sachen aus der fundamentalen Liste abgehakt. Ich werde hier jetzt nicht mit einer Build-Order spielen, weil ich glaube, dass auch das ist, um die KI auf der höchsten Stufe zu besiegen, komplett irrelevant. Um die KI auf der höchsten Stufe in diesem Spiel zu besiegen, muss man wirklich nur die fundamentalen Basics im Kopf behalten. Das ist schon alles. Und ja, ich habe natürlich die ein oder andere Build-Order so im Kopf, aber werde jetzt absichtlich so ein paar Sachen machen, die nicht unbedingt optimal sind und einfach nur den fundamentalen Dingen hier eben folgen. Ich lasse mir jetzt gerade natürlich ein bisschen durch die Gegend laufen. Produziere, wie ihr seht, die ganze Zeit Arbeiter. Dafür habe ich auch mein Dorfzentrum in eine Steuergruppe gepackt. Und ich sammle einfach mal ganz friedlich ein paar Rohstoffe und lasse meinen Scout währenddessen durch die Gegend laufen. So, jetzt habe ich schon 60 APM hier angehäuft. Ich glaube, das müsste ich auch noch niedriger schaffen. Weil ich ein paar Mal zu oft Dorfbewohner gespammt. Aber das solltet ihr auch hinkriegen, denke ich mal, wenn ihr ein paar Hotkeys euch drauf geschafft habt. So, haben wir eigentlich noch einen Schaf? Ja, haben wir. Das können wir direkt nach Hause bringen. Und ja, also ihr müsst jetzt euch nicht die Reihenfolge, in der ich hier die Arbeiter drauf packe, irgendwie abschauen. Ich denke, das ist relativ willkürlich, was ich jetzt hier mache. Und ich werde auch absichtlich, also man kann mit 15, 16 Dorfbewohnern es auf jeden Fall schaffen, in die nächste Zeit zu kommen. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mehr machen, einfach um diesen Punkt so ein bisschen zu unterstreichen, dass es wirklich nicht relevant ist. Besonders da die KI auch auf der höchsten Stufe selber nicht besonders früh angreift. Ich habe auf Reddit und anderen Foren teilweise gesehen, dass sich Anfänger darüber beschweren, dass die KI selbst auf leicht viel zu früh angreifen würde. Und das liegt einfach daran, dass sie eben diese fundamentalen Sachen nicht verstehen, also dass sie Militär erst bauen, wenn sie schon eine halbe Stadt aufgebaut haben und dass sie kaum Arbeiter bauen und sowas. Und wenn man das alles beachtet, dann ist die KI selbst auf der höchsten Stufe komplett zu vernachlässigen eigentlich. Ja, ich habe jetzt ein paar Leute auf Holz, jetzt schicke ich ein paar Leute auf Gold und arbeite mich so weiter in die nächste Zeit. Ihr seht, ich habe bislang noch nichts Spektakuläres gemacht. Ich habe meinen Scout die ganze Zeit durch die Gegend bewegt. Ich habe konstant Arbeiter gemacht. Ich habe sichergestellt, dass meine Arbeiter die ganze Zeit was zu tun haben. Und ja, jetzt habe ich hier nochmal drei Schafe, bringe ich nochmal nach Hause, damit hier konstant gearbeitet werden kann, denn das wollen wir ja unbedingt. Und wir kriegen auch genug Holz die ganze Zeit rein. Mehr als ich eigentlich brauchen würde an der Stelle. Ich könnte mir auch, ach, machen wir das jetzt einfach mal aus Jux, nochmal ein Haus bauen. Ist noch nicht so dringend, aber warum nicht? Wir können uns das leisten. Wie gesagt, das muss hier nicht super optimal ablaufen. Das ist alles nur basic. So, die Schafe hier noch dazu. Und wir brauchen 200 Gold und 400 Nahrung, um in die nächste Zeit zu kommen, wie ihr seht. Haben wir schon genug Nahrung und das eigentlich hätten wir auch damit erreichen können, wenn wir nur die Startdorfwohner die ganze Zeit auf den Schafen gehabt hätten. Das hätte schon vollkommen ausgereicht. Aber uns geht's gut, ist alles super entspannt. Wir haben genug Bevölkerungsplatz, wir haben genug Leute auf Gold gleich, auf jeden Fall. Können wir auch mal gucken, wie viel Gold wir eigentlich pro Minute einnehmen, gerade 50. Das heißt, wir sollten auch bald unsere Gebäude bauen können, um in die nächste Zeit zu kommen. Und konstant Arbeiter machen, ne? Das mache ich hier nach wie vor mit meinem Hotkey. Ich habe meine mein Dorfzentrum auf die 2 gelegt und mein Scout auf die 1. Die Zahlen seht ihr hier nochmal. Das ist das Zeichen, dass wir nächste Zeit können. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal 2 von Gold hier und baue die Ratshalle. Ist in der Regel das Gebäude, das man mit den Engländern machen sollte, aber es ist letzten Endes egal. Denn mit dem Ratsgebäude haben wir auch schon gleichzeitig ein Militärgebäude jetzt hier gebaut. Ja, die weiteren Dorfwohner mache ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen auf Holz. Oder was könnten wir noch machen? Wir könnten auch mal langsam anfangen zu jagen. Machen wir das doch einfach mal. Oder wir könnten auch auf die Bären gehen. Gibt es viele Möglichkeiten hier. Könnten auch mit mehr Dorfwohnern als 2 hier das Ratsgebäude bauen, aber
das ist wirklich alles nicht so tragisch. Hauptsache, wir machen die ganze Zeit Dorfbewohner und wir scouten jetzt auch so langsam, was eigentlich unser Gegner macht. Vielleicht sehen wir auch schon Militärgebäude. Vielleicht sehen wir auch, welchem Gebäude der Gegner in die nächste Zeit geht. Hier ist er auch schon. Er baut auch die Ratshalle. Da ist er bei, sagen wir mal, 2/3. Können wir mal vergleichen. Ungefähr gleich viel, aber er hat auch doppelt so viele, mit denen er das Gebäude gerade baut. Wir sehen, ein Dorfbewohner ist untätig. Schauen wir doch mal, welcher das ist. Das ist hier der Dorfbewohner, der die Mühle bauen sollte. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen keine untätigen Dorfbewohner haben. Wie wäre es, wenn wir jetzt, vielleicht nochmal ein Gebäude bauen? Wir haben viel Holz aufgespart. Wie wäre es mit einer Kaserne? Wollen wir vielleicht sogar so haben, um Militär auch aufbauen zu können. Da die Ratshalle auch ein Militärgebäude ist, kopiere ich die jetzt einfach mal zusammen. Ich lege sie ganz gerne in Steuergruppe 5, aber das ist natürlich auch alles Geschmackssache, ne? Gucken wir mal hier wieder vorbei, was er so macht. Zu Hause gibt es nicht allzu viel zu tun, außer dass die ganze Zeit Arbeiter ausgebildet werden sollen. Und ich sehe, so um die 50-60 APM bin ich die ganze Zeit herum. Sind natürlich ein paar Spam-Klicks noch mit drin. Ich versuche es noch ein bisschen zu reduzieren. Weil ich glaube, es geht auch auf jeden Fall niedriger noch. So, die KI hat die nächste Zeit ein bisschen früher erreicht als ich. Aber sie hat ja, wie gesagt, auch mit mehr Arbeitern das gemacht. Oh, der Dorf ohne hier. Arbeitet nicht da, wo er arbeiten soll. So, hier. Oh, jetzt schießt er hier auf mich und er hat ein Gebäude abgerissen. Na, laufen wir mal ein bisschen weg. So, ich kann es mal hier drauf gehen. Und ja, jetzt haben wir auch noch ein Gebäude, in dem wir uns schon Upgrades holen können. Hier würde zum Beispiel Überlebenstechnik Sinn ergeben. Wir jagen ja jetzt hier gerade. Können wir mehr Nahrung reinbekommen. Das Reh hier stellt sich gerade schön hin, dass wir es schon abschießen können. Das ist sehr nah an der Mühle dran. Wäre doch mal was. Oh, wir brauchen keine Arbeiter, ne? Fundamentaler Fehler hier. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Und den Scout aktiv halten. Der Gegner hat hier, das ist so eine Eigenheit der KI, das wird bestimmt bald rausgepatcht, dass die Militärgebäude auch mal abreißt, wenn eine Militäreinheit daneben steht. So, wir sind in der nächsten Zeit und können jetzt auch wieder einige Sachen holen. Wie wäre es zum Beispiel erstmal mit einem Haus, da ist einiges angespart. Und jetzt wollen wir auch mal den nächsten Punkt aus der Liste nochmal angehen, der jetzt noch nicht so krass war, nämlich Ressourcen ausgeben. Mach jetzt einfach mal, ich hole mir Wirtschaftsupgrades. Hier wird auch schon ein Wirtschaftsupgrade erforscht, das heißt, wir haben jetzt welche in Produktion und wir haben 2 Militärgebäude. Also mache ich doch einfach mal ein paar Langbogengeschützen und ein paar Speerträger, vielleicht noch ein paar Schwertkämpfer. Einfach, jetzt habe ich Militärproduktion und wir wollen, wie gesagt, das ganze Spiel durch möglichst ein bisschen produzieren. Hier scheint der Wegpunkt nicht so richtig zu klappen. So. Und welchen Rohstoff brauchen wir jetzt aktuell? Holz am ehesten. Also mache ich doch hier mal den Wegpunkt eher auf das Holz. Einfach, dass wir auf dem Rohstoff was bekommen, den wir wirklich brauchen. So, wir haben jetzt länger nicht geguckt, was eigentlich unser Gegner macht. Ich laufe mal wieder ein Röntchen mit dem Scout. Am besten hier außen rum, weil hier werden wir garantiert vom Dorfzentrum abgeschossen. Und das sehe ich jetzt hier. Unsere Dorfbewohner haben keine Arbeit mehr. Das sind die Schafe, die aufgebraucht sind. Schicke ich doch mal hier nebenan einfach auf die Mühle. Dann haben wir das Problem auch erledigt. Hier vielleicht mal wieder ein bisschen produzieren. Kostet alles Holz, deshalb können wir uns das gerade nicht leisten. Wie wäre es denn, wenn wir uns dann entsprechend noch ein Upgrade holen? Dann ist doch alles wieder im Lot. Solange hier alles produziert wird, ist das doch alles in Ordnung. Jetzt gucken wir mal vorbei. Was macht denn der Gegner so? Ich behalte auch im Auge, dass hier meine Bevölkerung sich dem Limit entgegen bewegt. Also bringen wir nochmal nach Hause und ja, der Dorfbewohner läuft hier gerade in die Nähe. Dann baut er doch einfach mal noch ein Haus. Und das ist im Prinzip gerade der einzige Rohstoff, der ein bisschen runtergeht. Wie lange ist denn? Da kann ich meine Waffenknechte, meine Schwertkämpfe mal upgraden. Oh, ich bin genau in seine Bogenschützen reingelaufen. Wir sehen, hat auch schon eine ganze Menge. Wir machen aber auch unsere Bogenschützen, also sollten wir auf jeden Fall sicher sein. Mal schön ein bisschen Produktion hier haben. Mal hier ein bisschen Produktion haben. Dann passt das schon. Ich sehe schon, dass die APM immer dann so hoch spiked, wenn ich überhaupt was produziere. Das ist natürlich. Oh, ich sehe auch gerade, dass der APM-Counter über meiner Produktion ist. Das ist eigentlich. Ups. Nicht so gedacht. Den machen wir mal einfach da drüber. Wie wäre das denn? So, ist doch wunderschön. Soll ich den noch fest tackern, damit er mir nicht woanders hinfliegt? So. Wunderbar. Wir produzieren immer noch. Wir produzieren hier immer noch. Ich mache jetzt hier einfach mal Schwertkämpfer. Er hat ja auch unseres Wissens nach keine Kavallerie. Also wir haben zumindest keine Stelle gesehen. Von daher müssen wir uns keine Sorgen machen hier. Und wir nehmen nach wie vor sehr viel Gold ein. Gibt es noch ein Upgrade, das wir uns holen können? Ja, die Schubkarre. Das habe ich jetzt vom Timing her relativ zufällig hingekriegt. Aber ja, warum nicht? Schubkarre lohnt sich auch. Verbessert die Sammelrate aller Rohstoffe. Noch ein Haus. Und hier vielleicht auch noch ein Haus gleich. Haben wir hier auch noch eine schöne kleine Siedlung.
Ja, und eigentlich gehen wir die ganze Zeit nur, brauchen wir die ganze Zeit nur Holz, weil wir sehen, das ist das, was am meisten fehlt. Kann ich ein bisschen mehr in Schwertkämpfer investieren, mache aber natürlich weiterhin ein paar Langbogenschützen, ist ja auch irgendwo eine Spezialeinheit. Und ja, jetzt ist meine EPM sehr hochgeschnellt. War ich wohl doch ein bisschen zu fordert, aber ihr seht, man braucht so viel nun auch wieder nicht, um hier klar zu kommen. Kann ab und zu mal wieder checken, ob der Dorf von der Provision läuft und da ein bisschen was in die Schleife packen. Gleiches gilt dann hier und hier. So, wunderschön. Habe ich auch bei der Nahrung mal so ein bisschen runtergedrückt. Apropos Nahrung, da gibt es auch noch ein Upgrade. Das können wir uns jetzt... Ey, ich habe es wirklich, also die Timings perfekt im Blut gerade. Können wir uns auch noch holen. Und Militär-Upgrades würden auch noch auf dem Zettel stehen auf jeden Fall. Dafür bräuchten wir zeitnah mal eine Schmiede. Kostet Holz. Also weiterhin gehen wir mit unseren Arbeitern auf Holz, damit wir uns das irgendwann leisten können. Produktion, Produktion, Produktion. Alles wunderschön. So, unser Scoutron ist hier gewarnt, damit wir die ganze Zeit vor seiner Basis stehen. Er läuft jetzt hier mit seinen Schützen los. Ist aber nicht schlimm, wenn er gleich da ist. Wir haben ja die ganze Zeit ein bisschen Armee gemacht, von daher kriegen wir das auf jeden Fall in den Griff. Und wir haben auch jetzt alle Upgrades, die wir in dieser Zeit machen können, erforscht. Was wir auch machen können, wäre auf den nächsten Rohstoff noch gehen. Ich schicke jetzt mal so, sagen wir mal, 3 Leute los, um hier auf Stein zu gehen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Hier sollen wir gegen Wolf kämpfen. Stein ist aber auch noch gar nicht so wichtig, also das muss man nicht so voll anstellen. So, hier ist der Gegner. Greifen ihn einfach in die Richtung an und ignorieren den Rest. So, das kostet 150, genau. Wunderbar. So, er zieht sich auch schon von alleine zurück. Also wenn meine Einheit jetzt zu weit weglaufen, dann würde ich mich noch drum kümmern, aber währenddessen produziere ich einfach nur weiter und gucke jetzt weg. Das reicht schon völlig aus. Die Schwertkämpfer, die habe ich auch schon natürlich geupgradet, die würden es schon alleine hier schaffen. Das sehen auch meine Bogenschützen, so wie es aussieht. Ja, und jetzt haben wir sehr viel Holz und sehr viel Gold mittlerweile angehäuft. Wir könnten nochmal ein bisschen mehr auf Nahrung gehen. Wie wäre es denn, wenn wir hier uns auf die Beeren nochmal begeben? Hier ist natürlich ein bisschen riskanter, weil es weiter weg vom Dorfzentrum ist, aber das passt auf jeden Fall. So, mein EPM mittlerweile über 70, muss wieder ein bisschen mehr relaxen hier. Das heißt, ich lasse die Kollegen jetzt einfach auch ein bisschen ins Verderben laufen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Was wir noch machen könnten, wäre hier das Holz optimieren, damit die nicht mehr so lange laufen müssen. Produktion checken. Wunderbar. Und nochmal checken. Ja, wir können jetzt hier Upgrades machen. Da wir viele Fernkämpfer gerade machen, würde ich erstmal das Fernkampf Upgrade uns hier holen. Wir können uns auch das Defensiv-Upgrade hier gegen Fernkampf holen. Es würde beides Sinn ergeben, weil der Gegner ja auch Fernkämpfer macht. Aber machen wir mal das hier, dass jetzt hier meine Armee oben stirbt, ist sekundär eher, können wir mal eher ignorieren. Ja, und das geht doch hier recht entspannt weiter. Die laufen hier irgendwie teilweise ein bisschen komisch, versucht die mal wieder zu korrigieren. Was haben wir hier? Oh, ein Wolf. Ich finde es immer noch ein bisschen verstörend, dass in diesem Spiel doch wurde sich einfach von Wölfen essen lassen und irgendwie nichts gegen unternehmen wollen. So, ihr seht, die Rohstoffe gehen auch schön weiter hoch. Das heißt, vor allem Gold. Dann könnten wir uns auch mal einen Marktplatz holen. Einfach, damit wir Ressourcen im Zweifel auch ein bisschen umtauschen können. Dorfwohnerproduktion soll laufen. Produktion soll laufen. Wunderbar. Ja, und was brauchen wir, um in die nächste Zeit zu kommen? Können es auch nochmal checken. Wir brauchen vor allem Nahrung. 1200 Nahrung. Haben natürlich auch andere Optionen. Wir können natürlich auch offensiv spielen, könnten den Gegner angreifen. Das ginge auch, aber ich will es eher ein bisschen passiv angehen. Und eigentlich wollen wir die Ressourcen auch nicht zu hoch kommen lassen. Also wir haben jetzt extrem viel auf Gold die ganze Zeit gehabt. Ich lasse es mal so. Ich glaube, zu viel Gold zu haben ist jetzt gerade bei Anfängern erstmal nicht so schlimm. Und das werden wir auch noch investiert bekommen. Ich jetzt erstmal, wir haben 8 untätige Dorfbewohner. Das sind hier unten die Jäger. Die schicken wir einfach mal zum nächsten Jagdgebiet. Und dann freuen die sich auch. Haben wir noch ein paar Häuser hier hin. Wunderbar. Produzieren weiter. Alternativ können wir natürlich auch eine weitere Kaserne bauen. Wir haben jetzt auch die Produktionsschleifen relativ voll. Also das ist nicht unbedingt optimal. Aber es ist es ist besser, als keine Produktion zu haben. Was wir noch mal machen könnten, wäre vielleicht eine zweite Schiedsanlage bauen. Also zusätzlich zu unserem Ratsgebäude hier. Und das packe ich natürlich auch mit in die Schleife hier. Und es ist auch das Defensiv-Upgrade hier holen. Dann läuft das doch alles ganz gut. Wir brauchen vor allem Nahrung hier. Also wir produzieren weiter Richtung Beeren und holen uns weiter Upgrades. Also alles ganz entspannt. Die sind jetzt hier alle erstmal fertig. Die könnten wir
hier oben nochmal auf die Bären schicken. Wir wollen zuerst mal die natürlichen Rohstoffe so weit aufbrauchen, wie es geht. Einfach damit wir nichts da erstmal investieren müssen. Können wir auch das danach in die Schleife werfen, hier Angriffs-Upgrade für Infanterie. Haben wir das alles quasi abgehakt. Was wir jetzt länger nicht gemacht haben, ist der letzte Punkt in der Liste, das Scouten. Steht aber nicht ohne Grund ganz unten. Es ist insgesamt von den Sachen hier das Unwichtigste, aber das wollen wir schon ab und zu machen. Und damit ich, während ich auf meinen Scout gucke, produzieren kann, nutze ich meine Steuergruppen. Also hier Dorfzentrum, hier meine Militärgebäude. Keine Ahnung. So, er macht sehr, sehr viele Langbogenschützen hauptsächlich. Aber wenn er jetzt angreifen sollte, bin ich auf jeden Fall gewappnet. Ich habe meine Upgrades mittlerweile. Könnten theoretisch auch seine Upgrades checken, aber da müsste ich zu nah dran laufen. Ist vielleicht ein bisschen vieles Guten. Ich lasse mal meinen Scout einfach über die Minimap so um ihn herumlaufen, dann sehe ich vielleicht auch nochmal was. Und was wir machen könnten, ja, wir könnten natürlich auch uns Nahrung kaufen, wenn wir die nächste Zeit wollen. Was könnten wir noch machen? Wir könnten ein zweites Holzverlager aufmachen, um mal das ein bisschen effizienter zu gestalten, weil hier ist es jetzt recht voll. So, und hier nochmal ein bisschen nachbauen. Und ja, komm, jetzt fangen wir einfach mal an, jetzt unsere Felder zu machen. Jetzt ist so langsam mal Zeit. Ich mache jetzt mal, das ist eine alte Age of Empires 2 Gewohnheit eigentlich, meine Produktion Richtung so einem Baum, damit die schon mal was zu tun haben, wenn die Dorfwohner ausgebildet werden. Und ich produziere hier überall nochmal Einheiten. Sehen wir hier irgendwas Spannendes? Nicht wirklich. Er hat eine Schmiede gebaut. Wir haben mittlerweile auch sehr viel Stein. Wir könnten auch ein zweites Dorfzentrum bauen. Mache jetzt einfach, um es simpel zu halten, mal nicht. Wir bauen uns einfach dann in der nächsten Zeit eine Burg. Und ja, jetzt könnten wir uns eigentlich in nächster Zeit kaufen. Dafür ist der Marktplatz natürlich recht gut. Also ich kaufe mir jetzt einfach ein bisschen Nahrung. Und jetzt kann ich mich in die nächste Zeit begeben. Nehmen wir jetzt einfach mal die Leute von Gold ein bisschen. Und wo haben wir... Hier oben ist Gold, denn eine unserer beiden Möglichkeiten, hier nächste Zeit zu gehen, ist ein Bergfried, also eine Burg. Das baue ich jetzt einfach mal defensiv hier so hin. In Richtung Gold, dann können wir das noch so ein bisschen sichern. Und danach lasse ich die auch noch Dings bauen. Ein Goldlager. Und meine Armee stelle ich daneben, damit da nichts schief geht. Produzieren weiter und wir produzieren in die Richtung. Währenddessen wollen wir natürlich auch weiter Dorfwohner machen. Bei den Briten haben wir ja die Mechanik, dass unsere Felder effektiver sind, wenn sie an einer Mühle gebaut werden. Normalerweise würde ich erstmal um das Dorfzentrum herum meine Mühle bauen. Meine Felder bauen, aber in dem Fall ergibt das schon so Sinn. Ich brauche nochmal wieder ein paar Häuser. Das mache ich jetzt auch mal wieder. Sehr PM-intensive Angelegenheit, wie wir sehen. Und was können wir jetzt auch an Upgrades holen? Wir können uns auch das Upgrade holen, dass wir Rammen im Feld bauen können. Das ist auch eigentlich immer ganz gut. Und was fehlt uns jetzt aktuell? Es fehlt uns tatsächlich mal Gold. Das haben wir jetzt halt nicht so viel ausgegeben. Deshalb ist es bisher nicht so ins Gewicht gefallen. Dann produzieren wir doch einfach mal dahin. Können natürlich auch jederzeit, das ist vielleicht ein bisschen mehr advanced, jedoch in die Richtung Rohstoffe nicht anhäufen. Immer Dorfbewohner von Rohstoffen abziehen, die wir gerade gar nicht ausgeben. Also jetzt könnte ich zum Beispiel... Dann mal hier so zwei, drei von Beeren abziehen und zum Gold schicken. Und hier vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen Gold machen. Einfach damit wir eben auf die Rohstoffe kommen, die wir auch brauchen. Hier schicke ich vielleicht auch nochmal einen rüber. Alles relativ willkürlich. Und machen wir nebenbei immer schön Armee produzieren. Dann haben wir nämlich die ganze Zeit Soldaten. Und jetzt schickt er hier seine, was sind das? 5 Hanseln los. Mein Scout ist so mutig, dass er sich der ganzen Sache alleine stellt, wie es aussieht. Dorfwohner produzieren, nicht vergessen dabei. Dann nehmen wir doch mal meinen Langbogenschützen und greifen ihn an mit einem Angriffsbewegung. Also ich habe jetzt einfach Vorstoßen gemacht und dann in seine Richtung gedrückt. Ja, die anderen hier können wir nicht mehr sehen. Da muss man Scout mal hinlaufen. So. Wunderbar, die werden alle erledigt. Und wir haben es auch sogar vor ihm in die nächste Zeit geschafft. Ihr seht, selbst ohne besonders optimierte Wildorder. Oh, hier werden wir gerade abgeschlachtet. Alle Dorfwohner sind gestorben. Dann wähle ich jetzt einfach mal eine gesamte Armee aus und benutze wieder den Vorstoßenbefehl. Produziere meine Armee hier hin. Hol mir auch Upgrades hier. Und ja, dann schicke ich die hier doch vielleicht einfach mal hier hoch, damit die nicht so krass in Gefahr sind. Ja, jetzt haben wir sehr viel Holz. Da könnte ich auch mehr Produktionsgebäude bauen. Wie wäre es? Ja, wieso nicht ein Stall? Und noch eine Schießanlage. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Produktion. Und ja, jetzt kämpfen hier meine Soldaten gegen ihn. Das
Muss ich auch nicht weiter beachten. Wir haben die ganze Zeit Armee gemacht, von daher haben wir mehr und bessere Soldaten als er. Und ja, jetzt verliert er auch alles. Ich habe ein paar Dorfbewohner hier verloren. So, keine Ahnung, wie viel das gewesen sein. 8 vielleicht. Und er verliert seine gesamte Armee. Die Kollegen, er nicht seine gesamte Armee, aber er hat schon relativ viel verloren. Und ja, wie wäre es denn, wenn wir da wieder in die Nähe wollen, uns da auch einfach noch eine Burg gönnen. Wir haben ja sehr viel Stein jetzt aufgespart. Also bauen einmal hier die Burg hin und gehen danach schön auf Stein. Und hier die Dorfbewohner hier, die können hier hoch aufs Gold. Und ja, nehmen wir noch eine Handvoll von denen und schicken die noch hier zum Gold. Dann nehme ich wieder meine gesamte Armee und positioniere die mal irgendwo brav, dass die nicht die ganze Zeit in den Tod laufen. So, und jetzt mal wieder ganz ruhig werden. Wieder unsere Upgrades holen. Das können wir uns gerade nicht leisten. Hier ist ein unterer Dorfbewohner, schicke ich auf Nahrung. Das heißt, mein Sammelpunkt ist gerade nicht optimal. Ich schicke den einfach gleich mal hier unten hin. Ja, oben habe ich wieder Leute so ein bisschen allein gelassen, aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Wir machen ja die ganze Zeit Armee. Wir haben jetzt auch einen Stall im Übrigen, den packe ich natürlich auch in meine Steuergruppe. Und da können wir jetzt zum Beispiel ein paar Ritter daraus ausbilden, während wir hier weiterhin Langbogenschützen und ja, Schwerträger und Schwertkämpfer so ein bisschen ausbilden. Mein Einheitenmix steht jetzt, sage ich mal, nicht im Vordergrund. Das ist relativ willkürlich. Aber ich meine auch, dass es in diesem Zusammenhang recht egal ist. Die Briten können tatsächlich aus ihrem Bogen auch Militär machen, deshalb packe ich die jetzt mal in meine Militärsteuergruppe mit rein. Mal gucken, wie viel Arbeit habe ich aktuell, 53. Und ich habe tatsächlich mehr Militär als Arbeiter. Das liegt natürlich auch teilweise daran, dass ich mehr Produktionsgebäude habe. Könnten, wie gesagt, auch noch ein weiteres Dorfzentrum bauen. Machen wir doch einfach bei denen hier. Die sind jetzt hier auch. Also ich habe heute ein Timing. Die sind jetzt gerade fertig geworden mit den Rehen. Jetzt baue ich einfach mal ein Dorfzentrum und ich habe hier noch mehr Gold. Dann können wir das auch ganz easy in den Griff kriegen hier. Weitere Upgrades. Das hier. Ja, also Timing, wie gesagt, heute wirklich komplett tadellos bei mir. Und das auch noch unabsichtlich. So. Schön weiter produzieren. Haben wir hier schon Upgrades in Auftrag. Wir könnten noch Nahkampfrüstung verbessern. Ich habe hier nicht so viele Nahkampfeinheiten gemacht, ehrlich gesagt. Deshalb ja, hole ich mir lieber einen Nahkampfangriff. Ich glaube, das Upgrade haben wir schon, genau. Und was habe ich jetzt geschafft? Ich habe überall meine Produktion voll gemacht. Ich habe Upgrades gemacht und Gebäude gebaut. Und ich habe meine Ressourcen endlich mal wieder runtergedrückt. Das heißt, jetzt haben wir genau die Art Investment, nach der wir gesucht haben. Das zweite Dorfzentrum packe ich mit in meine Steuergruppe, sodass ich jetzt hier konstant ebenfalls Arbeiter produzieren kann. Jetzt haben wir 30 auf Gold, das ist wahrscheinlich zu viel. Deshalb, wo ziehen wir denn mal welche ab? Hier oben vielleicht und bauen stattdessen noch ein paar Felder. Hier scheint die Steuergruppe nicht ganz zu stimmen. Hier können wir auch Militär machen. Ich mache mal auch ein paar Ritter aus den Burgen. Einfach das. Da habe ich die Hotkeys noch nicht so ganz durchblickt, wie das gemeint ist, aber ist ja nicht so schlimm. Mauern habe ich jetzt nicht gebaut, ist meines Erachtens nach nicht notwendig. Könnt ihr aber, wenn ihr Bock drauf habt, natürlich trotzdem machen. Langsam müssen halt mehr Felder hin, damit, weil die anderen Rohstoffe sich zu neigen gehen eben. Das Upgrade haben wir auch schon. Wunderbar. Ab und zu mal hier die Holzfelderlager neu bauen. Ja, Nahrung ist aktuell das Hauptproblem. Liegt natürlich daran, dass wir viele Produktionen haben, die eben Nahrung benötigt. Deshalb erhöhen wir jetzt dahingehend einfach mal die Schlagzahl so ein bisschen. Nochmal hier eine Mühle hin. Was brauchen wir, um Felder zu bauen? Wir brauchen vor allem Holz. Deshalb ziehe ich hier auch mal welche wieder von Gold ab. Wir haben sehr, sehr viel Gold aktuell. Genau, die Mühle hier neu bauen, um die Felder nochmal, die Beeren noch abzugreifen. Bauen wir mal zwei Häuser, dann haben wir auch unser Bevölkerungsmaximum hier parat. Und das Gold könnten wir natürlich investieren, um uns weitere Sachen zu holen. Ich höre jetzt mir noch ein Upgrade aus der Schmiede, das unsere Ausbildung beschleunigt. Ich mache Arbeiter. Ich mache Bogenschützen. Mache Reiter. Mache, was machen wir hier so? Ja, machen wir ein paar Speerträger. Unseren Scout haben wir jetzt auch lang. Lebt der eigentlich noch? Ne, der lebt nicht mehr. Aber ich kann auch einfach irgendeine Einheit nehmen. Ich habe außersehen so ein paar normale Reiter gemacht. Den kann ich einfach mal über der Medikarte so ein bisschen rumheizen lassen. Und den hier von der anderen Seite. Dann sehen wir auch,
was er so macht. Oh, jetzt habe ich EPM Richtung 100 gemacht durch die ganzen Spam-Klicks hier auf der Minikarte. Aber vorsichtig sein. Kann niemand überfordern. Hier könnte man ein Upgrade holen. Also ich mache keinerlei Micro, wie ihr seht. Ich konzentriere mich fast gar nicht auf das, was der Gegner eigentlich macht, oder auf das Kämpfen. Ich gucke nur darauf, dass ich die ganze Zeit die fundamentalen Aspekte aus dem Genre eben befolge. Und das ist Produktion von Armee und Arbeitern und schön Upgrades holen. Ich kann noch mal schauen, ob es noch ein Upgrade gibt, das ich gebrauchen kann. Nein, gibt es nicht. Sieht also alles gut aus. Hier hat der Gegner seine Burg gebaut. Oder was ist das für ein Gebäude? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Königspalast. Ne, das ist ein Dorfzentrum, genau. Hier habe ich natürlich jetzt keine Mühle gebaut, aber gut. So schlimm ist es auch wieder nicht. Wie viel Arbeit habe ich mittlerweile? Immer noch relativ wenige, tatsächlich. Einer meiner Scouts krepiert jetzt hier gerade. Können wir mal trotzdem gucken, was hier so ist. Das ist so eine Art Enklave, die er hier gebaut hat, interessanterweise. Ich habe natürlich auch so ein paar Enklaven, aber die sind bei mir ein bisschen mehr geschützt. Ne? Ich habe hier ein Dorfzentrum, ich habe hier eine Burg. Und ja, wir nähern uns so langsam dem Bevölkerungslimit. Und ich werde dementsprechend jetzt mal ein bisschen Belagerungswaffen einfach machen. Da können wir ihn auch gleich mal angreifen. Ich denke, ich habe ihm jetzt genug Gnadenfrist hier gegeben. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Ich habe jetzt Belagerungswaffen gemacht, die halt recht teuer sind. Hier könnten wir mal ein Holzverlager auch bauen, damit das von der Produktion ein bisschen besser läuft. Was brauche ich nochmal für die nächste Zeit? Da bräuchte ich 2400 Nahrung. Sollten wir halt nicht zu lange darauf warten müssen eigentlich. Oh, da sehe ich gerade, ich habe mein Sperrträger-Upgrade gar nicht gemacht. Und das wilde Klicken, nein, 100 EPM. Natürlich, desto länger das Spiel geht und desto mehr Sachen man macht, desto höher geht es. Ich hoffe, es erfüllt trotzdem einigermaßen den Zweck, den ich, oder mein Vorhaben, nicht allzu viel auf einmal zu machen. Was wir noch gar nicht hier in Auftrag gegeben haben, wäre jetzt zum Beispiel Reliquien einzusammeln oder Handel aufzubauen. Handel aufbauen muss man meist nachts auch noch nicht so früh im Spiel, von daher ist es, also es ist mehr so eine Late-Game-Angelegenheit. Von daher ist es, glaube ich, nicht so tragisch. Hier könnte man nochmal Holzverlager nachbauen. Hier ist es noch in Ordnung. Ja, jetzt bin ich gleich am Bevölkerungsmaximum, deshalb würde ich einfach mal hier wieder Angriffsbewegungen in Richtung Gegner machen und meine Produktion auch in die Richtung machen. Währenddessen, ja, ich könnte in die nächste Zeit gehen, wenn ich das Gold hätte, aber ich habe relativ wenig Leute auf Gold. Von daher ziehe ich mal wieder welche ab, schicke die auf Gold. Hier vielleicht mal ein paar wieder abziehen und auf Gold. Und ich könnte auch den Markt benutzen, um hier ein bisschen Nahrung zu verkaufen. Kann ich in die nächste Zeit gehen. Meine Armee kämpft währenddessen, hoffe ich. Einigermaßen zumindest, ja. Ich lasse die wieder so ein bisschen ihr Ding machen. Kommen wir schon mit klar. Währenddessen fokussieren wir uns auf die wichtigen Dinge des Lebens. Nämlich die fundamentalen Sachen. Nochmal hier so einen schönen Bergfried hin. Danach können die auf Stein, wie wäre das? Und ich verliere jetzt den zum Großteil meiner Armee, weil ich eben nicht hingucke. Aber wir verfolgen weiterhin das Fundamental. Das liegt vor allem an seinen Belagerungswaffen, sehe ich hier gerade, die er benutzt hat, um mich hier aus der Ferne anzugreifen. Gehe ich mal wieder ein bisschen zurück. Oh, er baut hier eine Mauer, sehe ich auch gerade. Viele Belagerungswaffen, da wollen wir eher ein bisschen Nahkämpfer haben, also vielleicht nochmal ein, zwei Ställe bauen. Grundsätzlich auch immer schön Produktion erhöhen, wenn mehr Einheiten gebraucht werden, natürlich. Aber ich habe auch viel Bevölkerungsplatz geschaffen, um jetzt hier mehr Einheiten zu machen, natürlich. Er zieht sich hier zurück. Normalerweise wäre das jetzt eine Situation, wo der Gegner sich einen riesen Vorteil holen kann, indem er einfach mit seinen Mangen hier drauf schießt. Das ist natürlich ein Konter gegen meine Bogenschützen. Von daher, hier stößt die KI anscheinend so ein bisschen an ihr Limit. Aber ich will ihr eben auch eine faire Chance geben. Ihr seht, ich habe sehr viel jetzt hier verloren. Mit Micro wäre das Ganze natürlich deutlich besser gelaufen, aber ich möchte hier natürlich zeigen, dass das Ganze rein auf dem Fundament basierend schon möglich ist. Gar kein Problem. Ich kann auch selber ein paar Magen machen eigentlich, wenn wir schon mal von dem Thema betroffen sind. So, jetzt hier werde ich jetzt meine gesamte Armee verlieren. Gar kein Problem. Ich mache einfach die Wegpunkte wieder hier hin und mache fleißig weiter Armee. Immer schön Rohstoffe ausgeben. Ihr seht jetzt, mittlerweile geht es hier auch wirklich schön niedrig und meine Bevölkerung parallel geht auch ganz schön niedrig.
Also natürlich müsst ihr nicht, das heißt nicht, dass ihr euer Gegner die ganze Zeit beim Kämpfen ignorieren müsst. Ihr seht, das hat durchaus seine Nachteile, wenn man das so macht. Aber ich werde auch trotzdem gewinnen und das werdet ihr sehen. Vielleicht auch ein paar Armbrustschützen dazu. Jetzt können wir wieder Upgrades machen. Ich glaube, das Upgrade ist relativ teuer. 700 Gold. Brauche ich ein bisschen Holz einfach. So, kann ich mir holen. Und ihr seht, wir machen. Ich war selbst, als ich bei dem Bevölkerungsmaximum war, habe ich nicht aufgehört, Arbeiter zu produzieren. Ja, also immer schön weitermachen. Oh, hier, jemand die Mühle nicht gebaut. Wir brauchen vor allem Reiter natürlich aktuell. Ich glaube, das Upgrade ist auch wieder relativ teuer. 700. Egal. Mach gleich. Erstmal normal unsere Truppen weiter. Ja, wir können noch Reliquien einsammeln, falls er uns welche gelassen hat. Hier wäre eine Möglichkeit. Also versteht es nicht falsch. Natürlich ist es bescheuert, wenn man seine Armee die ganze Zeit in ihren Tod schickt. Geht mir hier ums Prinzip. Ihr könnt das natürlich für euch so deutlich einfacher machen, wenn ihr euch auf den Kampf auch ein bisschen fokussiert. Was ist jetzt los? Er hat mit seinem Scout hier so ein bisschen was angedutscht. Und dadurch, dass wir, ich habe jetzt relativ konstante Produktion, aber eben noch nicht die Möglichkeit, alle Upgrades zu holen. Ich hole mir jetzt auch das Upgrade, dass die Felder mir noch Gold geben. Oh, er greift mich jetzt von hier an. Dann wollen wir das doch unterbinden. Er hat auch einige Rammen gemacht. Können wir beispielsweise die Burg so ein bisschen reparieren. Und in die Richtung halt unsere Produktion verschieben. Die natürlich überall weiterhin stattfinden soll. Und ja, ich weiß nicht, ob wir die Burg jetzt halten können. Ehrlich gesagt, er hat relativ viele Rammen. Können wir auch mehr Dorfwohner halt zur Reparatur hinschicken, weil die doch gestorben sind. Ja, kann sein, dass es klappt. Mit Micro wäre es natürlich besser gewesen. Aber ja, ich bleib bei dem Prinzip. Will jetzt nicht davon abweichen. So langsam kommen wir auch an eine Dorfwohnerzahl, die ein bisschen Late-Game-lastiger ist. Wir können nach dem Apparieren hier wieder auf andere Rohstoffe gehen. Und... Oh, hier haben wir jetzt die Reliquie eingesammelt. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Geräusch war, ehrlich gesagt. Wusste ich nicht mehr. So langsam können wir uns auch noch ein paar fehlende Upgrades holen. Ja, hier fehlt das Gold. Dann machen wir doch hier Produktion auf Gold und mit dem Dorfzentrum auch noch hier auf Gold. Dann haben wir das auch im Griff. So, hier könnten wir uns noch ein Upgrade holen. Also es gibt noch einiges zu tun. Alles Dinge, die insgesamt ein bisschen wichtiger sind, als sich um die Armee zu kümmern, aber in ausgewählten Situationen sollte man es natürlich nicht übertreiben. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar, wieso ich das so mache. Ich habe mal wieder meine Armee ein bisschen gebündelt. So. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? Immer noch nicht 100. Also mindestens 100 sollten es in jedem Spiel eigentlich schon sein. Wenn man die ganze Zeit durchproduziert, sollte das auch relativ realistisch sein. Ist das eigentlich ein Markt? Ich glaube schon, ne? Können wir dann eigentlich auch, wenn wir schon uns um alle Prinzipien hier kümmern, mal den Handel aufstellen. Macht der Kollege, ach komm. Der war jetzt in meinem alle Armee auswählen Hotkey mit dabei, das ist ja frech. Wir können uns auch noch um Bildung kümmern hier. Geht das jetzt auch in Imperialzeit, habe ich gar nicht mitbekommen, ich dachte der wäre schon da. Welche Upgrades fehlen uns denn noch? Ich mach mal erst das Upgrade für meine Bogenschützen. Das für die. Wir machen Bogenschützen und Reiter mal primär. Wir haben relativ viele Ställe gebaut. 700 Gold. Können wir mal den Markt für benutzen. Wunderbar. Machen wir jetzt primär einfach Ritter und Langbogenschützen. Wunderbar. Warum habe ich jetzt den Dorfbund in die Ecke geschickt? Das ist, um einen guten im Handel aufzubauen. Erstmal hier schön den Wolf killen und dann Märkte hier bauen, denn mit desto weiter weg, desto besser. Es gibt da ein exponentielles Wachstum. Das waren die Leute, die auf Stein waren. Die können wir hier unten auf Gold schicken. Die waren auch auf Gold. Hierhin und
hier nochmal ein Feld fertig machen und vielleicht noch ein Feld und vielleicht noch ein Feld. Wunderbar. Wir haben auch gleich wieder Bevölkerungsmaximum erreicht. Das heißt, ich mache mal vielleicht wieder ein bisschen Belagerungswaffen auch, damit wir uns um die gegnerischen Gebäude kümmern können. Verkaufen ein bisschen Ressourcen. Das ist jetzt wieder, dass wir nicht das auf ansammeln, was wir gar nicht so sehr brauchen. Ne? Ich hoffe, das ist klar. Da können wir ein bisschen mehr Kanonen machen. Und er kann mir mal hier so eine heilige Stätte holen. Die bringt auch wieder Gold. In unserer Universität, da gibt es auch ein paar Upgrades, die wir brauchen können. Kostet aber alles wieder Gold, der Spaß. Ja, ich glaube, in dem Fall sollten wir uns die Brandpfeile vielleicht holen. Erstmal gucken, welche Dorfwohner arbeitslos sind. Das sind die hier. So, dann machen wir hier mal schon mal ein bisschen Handelsproduktion in die Richtung. Also desto weiter weg, desto besser. Das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Ja, also jetzt sind wir wieder bei 200 Population. Das wäre für mich wieder so ein Moment zum Angreifen. Wählen wir mal die Kollegen aus und gehen zum Angriff über. Mittlerweile sollte er Mauern haben. Das heißt, wenn ich jetzt wieder den Angriffsmove mache, dann bleiben die einfach alle stecken. Kann ich also jetzt leider nicht mehr verantworten. Machen wir weiter Einheiten hier. Sagen die Upgrades, können wir noch ein Nahkampf-Upgrade hier machen, wo hier werden fleißig Sachen gebaut, wie es aussieht. Und hier ist eine Burg. Sind das eigentlich Mangen hier? Ja, ne? Dann können die gar nicht gegen die Burg vorrücken. Hatte ich nicht Kanonen gemacht? Stecken wahrscheinlich in der Produktionsschleife fest irgendwo. Ja gut, er hat hier Kanonen gemacht, das heißt, hier kann ich eigentlich nur meine Leute in den Tod schicken. Ich muss auf meine eigenen Belagerungswaffen hier warten, schicke ich die mal ein bisschen zurück einfach. Sind die Kanonen auf dem Weg, ist die Frage, oder stecken die alle in der Produktionsschleife fest? Ja gut, wenn ihr sterben wollt, dann könnt ihr zumindest mal diesen Turm hier einreißen, dann machen wir wenigstens ein bisschen Bevölkerungsplatz auch frei. Wenn ihr darauf besteht, dann machen wir das eben so. Die Produktionssammelpunkte ein bisschen verlegen. Und hier die Dorfbewohner. Welche Upgrades können wir noch machen? Manchmal alle in die Schleife. Mittlerweile häufen wir wieder Ressourcen an. Das wollen wir eigentlich nicht, aber muss halt gucken, was man sich noch so Sinnvolles leisten kann. Wir wollen aber auch alle nach vorne stürmen. Das ist interessant. Naja, gehen wir mal hier drauf. Jetzt unsere erste Kanone. Zu sehr babysitten will ich die Einheit noch nicht. Ich wollte es halt, wie gesagt, sehr simpel halten. Wir können auch die Produktionsanzahl mal wieder erhöhen. Können wieder mehr Einheiten machen. So, ihr wollt irgendwie nicht kämpfen, das ist schade. Machen Bogenschützen und Reiter. Was ist das hier? Schwertkämpfer wären es gewesen. Kanonen können. Ah, ihr könnt die Burg ist kaputt. Dann können wir ein bisschen vorrücken. Ach, das sind hier Anti-Kanonen-Kanonen irgendwie, ne? Irgendwie sowas. Ich kann auch eine offensive Burg mal bauen. Die wirtschaftlichen Sachen sind jetzt größtenteils abgehandelt. Schickt der gerade seine Kanone in den Tod? Hat sich was von mir abgeschaut anscheinend. Die Sachen hier müssen wir alle in meinen Produktions-Hotkey mit rein, in meine Produktionssteuergruppe. Ah, ich näher mich wieder den 100 APM, wenn ich hier viel auf die Produktionsknöpfe drücke, aber das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Angelegenheit, das verspreche ich euch. Haben wir Kanonen eigentlich? Haben wir, wunderbar. Dann, was ist das für ein Gebäude eigentlich da oben? Ich komme gerade nicht an meine Kanonen irgendwie. Ja. Das ist, glaube ich, müsste ein Wahrzeichen sein, ne? Aber jetzt die Frage, ist das so eine Art Burg? Oder welches war das nochmal? Ah, das ist das andere, was ich nicht gebaut habe. Naja, Hauptsache, wir schießen es kaputt. Was genau ist, ist da halt nicht so interessant. Ich hoffe, es ist für euch irgendwie trotzdem noch spaßig oder lehrreich, dass ich hier quasi auch Sachen absichtlich schlecht mache oder schlechter als sie sein müssten. Aber scheint die KI auch teilweise zu machen. Also was das hier wird, das müsste sie mir nochmal privat erklären. Dadurch, dass ich auf meine Armee quasi überhaupt keinen Fokus gelegt habe, ist natürlich, habe ich natürlich das Spiel insgesamt länger und verlustreicher gestaltet als notwendig.
Aber natürlich, wenn ihr, zu dem Fundamentalen, was ich gezeigt habe, noch gute Armeekontrolle hinzufügt, dann ist es natürlich noch leichter. Und sorry dafür, dass ich gerade das Mikro gehauen habe. Das war nicht absichtlich. Was macht sich mit euch, Kollegen? Holz sammeln. Und ihr. Holz sammeln. Ihr habt eine Burg gebaut, dann macht es doch direkt nochmal, dann könnt ihr uns danach auch hier das Gold noch holen. Und ist das noch im Spezialgebäude? Ach, das ist noch nicht kaputt, da ist vielleicht schon nichts kaputt. Gibt es noch Upgrades, die fehlen? Oh, das zweite Holz-Upgrade fehlt noch. Das zweite ist eigentlich schon das letzte. Und Nahkampfrüsten könnten wir erhöhen. Nahkampf. Ja, komm, ein paar Upgrades rein damit. Jener ist natürlich der Niederlage sehr nah jetzt. Aber ich spiele das noch zu Ende, bis er aufgibt, natürlich, einfach der Vollständigkeit halber. Falls ihr. Oh, da wurden die Wegpunkte nicht verlegt, oder wie? Falls euch daran irgendwie gelegen ist, falls ihr Interesse daran habt, kann ich natürlich auch nochmal einen Teil 2 hier machen, indem ich nicht einfach nur stumpf meine Armee die ganze Zeit in ihren Tod schicke. Oder auch mal ein bisschen drauf gucke und da vielleicht noch mal fundamentale Armeekontrolle mit reinbringe. Ist vielleicht auch noch was, was euch interessieren könnte, aber lasst mich das einfach wissen. Ich habe jetzt ein Wahlzeichen zerstört. Ach, der repariert das die ganze Zeit. Der kommt dann. Gehen wir noch mal drauf. Was war jetzt hier? Hat er meinen Dude getötet oder was? Ja, gut. Ah, das Wahrzeichen wäre auch gleich abgebrannt. Was ist denn dann das letzte? Ah, das hat er hier in die Ecke gestellt, ne? Dann greife ich das mal mit meinen Reitern an. Wenn man jetzt so viele Ressourcen hat, kann man natürlich auch schon darüber nachdenken, mal ein paar Arbeiter wieder zu löschen, einfach mehr Platz zu machen für Militär. Vor allem, weil er halt einfach so viele Ressourcen jetzt ansammelt und das wollen wir ja nicht, wie erwähnt. Und ja, dann kann die immer noch nachproduzieren, vor allem, wenn man halt zum Handel übergeht. Ja, komm mal, was willst du denn? Dann ist es auch gar nicht so schlecht, mal ein bisschen andere Arbeiter aus dem Weg zu schaffen, quasi. Hat das eigentlich einen Angriff? Er hat es. Aber ich glaube, meine Ritter sollten das trotzdem killen. Wie war's? Ja, ich dachte auch gerade, was soll das denn werden? Wir müssen doch das Dorfzentrum halt killen hier. Es ist halt ein bisschen langwierig geworden. Also wie gesagt, falls ihr Bock drauf habt, nochmal einen Teil zu haben, wo ich meine Armee nicht die ganze Zeit in den Tod schicke, dann sagt gerne Bescheid. Ansonsten will ich natürlich auch weitere Tutorials zu Age of Empires 4 machen. Aber ich dachte, dass es am sinnvollsten wäre, wirklich meins zu machen, wo es nur um die ganz simplen Dinge des Lebens geht. Mein Versprechen, die ganze Zeit auf sehr niedriger EPM zu bleiben, konnte ich nicht konstant halten. Aber ich glaube, zumindest im Spirit bin ich da einigermaßen drin geblieben. Ich habe es meines Erachtens nach nicht übertrieben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der durchschnittliche LPM wäre. War mir so zu Anschauungszwecken und damit ich ab und zu mal drauf gucke und sehe, wie schnell ich eigentlich gerade bin und mich ein bisschen zügle. Und da ist auch die KI schon besiegt. Wäre natürlich auch früher möglich gewesen, aber ich glaube, die Gründe dafür habe ich zu Genüge erklärt. Ich gucke gleich nochmal auf ein paar Statistiken, die vielleicht auch nochmal unterstreichen, was diese Basics eben bewirken können. Ich gehe mal davon aus, die KI macht eigentlich auch ganz gut Dorfbund, dass wir ja recht gleich viele maximal hatten. Ja, das gibt sich nicht allzu viel. Um die 100 rum sollte man auf jeden Fall haben. Man kann dann immer noch reduzieren, wenn man eben, wie ich jetzt gerade im Late Game, nicht mehr so viel Armee verliert und dann eben sich ihre Ressourcen anhäufen. Ich habe relativ viel erforscht und sehr, sehr viel Nahrung eingenommen, was durch die vielen Felder jetzt natürlich am Ende mal verstärkt wurde quasi. Militärisch müsste er mehr gekillt haben, genau. Das ist natürlich die Krux, weil ich einfach meine Armee bis aufs Ende, wo ich dann das Spiel dann doch mal beenden wollte, die ganze Zeit einfach mit einem Angriffsmove in ihr Verderben geschickt hat. Das geht natürlich besser, aber habe ich jetzt mal eben nicht in die fundamentalen Sachen hier reingemacht. Ich glaube, wenn zwei Anfänger gegeneinander spielen und einer eben diese Basics beherrscht und der andere seine Armee die ganze Zeit babysittet, dann gewinnt der die Basics macht. Und das war der Punkt, den ich hier eben machen wollte. Ja, lasst mir Feedback da, was ihr vielleicht noch Ähnliches sehen wollt. Und ich hoffe, euch hat das geholfen und gefallen. Ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann.